Der Pelikan. Ach, der ist es. Oh. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich werde mich kurz fassen, da mir bewusst ist, dass wir alle viel zu tun haben. Zunächst möchte ich die Abwesenheit von Dr. Theobald entschuldigen. Es ist heute bereits viel passiert und unser Chefarzt muss einige Dinge regeln. Darum spreche ich heute auch in seinem Namen. Wie Sie vermutlich bereits bemerkt haben, sind vergangene Nacht Unregelmäßigkeiten am Krankenhausgebäude entstanden. Ebenso sind bereits besorgte Stimmen zu mir vorgedrungen. Ich möchte Ihnen jedoch an dieser Stelle versichern, dass der Schaden keine Gefahr für das Gebäude oder Personen darstellt. Ich habe bereits eine Prüfung erhalten und der Schaden ist nur oberflächlich. Alles also halb so wild, nicht? Dennoch wird dieser Vorfall die Augen und Ohren der Stadt wieder mal auf uns richten. Das St. Ursula ist in den letzten Monaten wiederholte Male zu Unrecht in die Kritik geraten. Dieser Vorfall, so klein er auch sein mag, könnte die Glut der Kritisierenden anheizen. Darum bitte ich Sie ausdrücklich im Namen des gesamten St. Ursula, wenn Sie von einer Person oder gar der Presse auf den Schaden angesprochen werden, bitte halten Sie sich zurück und kommen Sie als erstes zu uns. In solchen Zeiten ist eine klare und eindeutige Außenkommunikation unabdingbar. Wir beantworten Ihnen gerne bei Zeiten all Ihre Fragen. Nun sollten wir uns aber wieder an die Arbeit machen. Ich habe Ihnen allen bereits genug Zeit gestohlen. Und diese sollten Sie lieber auf die Kranken verwenden. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, nicht wahr? Oh, jetzt kann ich ja erstmal den Schreibtisch putzen. Heieiei. Spannt die Schirme auf, der Chef will uns was sagen. Gut, dann gehen wir jetzt mal auf eine Station. Und gucken mal. Wir gehen auf die... Achso, wir müssen jetzt noch allen zugucken, wie sie auf die Station gehen. Müssen wir nicht. Doch, müssen wir. Mit dem haben wir gar nicht geredet jetzt. Mit dem Hausmeister. Oh. Gut, darf ich jetzt... ich kann nichts machen. Ich stecke in diesem Bildschirm fest. Kommt da noch wer? Hätte ich mit Mia reden sollen? Okay, ich glaube... ich muss das Kapitel nochmal neu starten, glaube ich. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich stecke irgendwo fest. Ich habe es zerstört. Es tut mir leid. Oh. Ich kann das Bild bewegen. Oder bin ich jetzt unsichtbar? Oh, oh. Also Mia und Karl stehen noch hier. Aber ich bin nicht mehr da. Okay, pass auf. Ich lade mal neu. So. Da gehen sie alle wieder. Ich rede mal mit Karl. Wie denkst du darüber, Karl? Absoluter Schwachsinn. Dieser Pelikan. So viel Theater um nichts. Und wir dürfen die verlorene Zeit jetzt wieder einholen. Wir sehen uns gleich oben, Kleiner. Okay. Und Mia? Alles okay, Mia? Ich verstehe die Ansage irgendwie nicht so ganz. Das Krankenhaus kann doch nichts für den Sturm. Wir sollten endlich mit der Schicht beginnen. Leider wartet unsere Station auf uns. Ja, da hat sie recht. Na gut.
Ich bin Erster. Okay, ich habe Angst, vor ihr rauszugehen. Ich habe irgendwie das böse Gefühl, wir müssen hinter ihr herdackeln. Ja, okay. Jetzt hat's funktioniert. Gut, dann gehen wir mal hoch. Ich bin faul. Dürft da nie vergessen. Richtig schlimm. Gut, da sind wir. Dr. Krokowski, da sind Sie ja. Wo soll ich denn sonst sein? Ich leite schließlich diese Station. Naja, ich habe Sie bei der Vollversammlung nicht gesehen. Und die Personen hier so lange unbetreut lassen? Ich habe heute Morgen bereits mit Dr. Theobald gesprochen. Ich weiß also Bescheid und ich bitte Sie, sich an die Verordnung zu halten. Wir sollten dabei helfen, dass wir hier in Ruhe unsere Arbeit tun können. Apropos Arbeit, ich habe Ihre Akte aktualisiert. Ich wünsche Ihnen eine produktive Schicht. Okay. Gut. Gucken wir doch mal. Die Zwillinge und Irma. 302, war das rechts? Ich glaube, das war rechts, ne? Oh, oh. Ja, 302. Gehen wir erst zu den Jungs. Moini. Hey Rudi, wie geht's uns heute? Was macht die fahrlässige, selbstverschuldete Lebensmittelvergiftung? Mir geht's schon besser, habe aber fast wieder abgegöbelt, als heute Nacht das Krankenhaus gewackelt hat. Kannst du leiser sein, bitte? Mein Kopf. Der ist nur neidisch, weil ich schon wieder fit bin. Ich sag's Ihnen, Doc. Das war wie ein Erdbeben. Alle sind aus ihren Betten raus und haben geguckt, was draußen los ist, als das Dach runtergekommen ist. Das war übel. Das glaube ich. Gut, dass dir jetzt nicht mehr so übel ist. Voll. Ich habe sogar heute Morgen schon gefrühstückt. Das klingt gut. Bleibt trotzdem noch ruhig in euren Betten, okay? Klar, ist nur hart langweilig hier. Ich will schlafen. Dann gucken wir uns doch mal deine Werte an. Ich denke, wir können die Medikation schon anpassen. Heftig gut. Mhm. Ach ja. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Blau. Aber auch nicht so viel Blau. Dann brauchen wir weniger Pink und mehr Grün. Und wir brauchen wesentlich weniger Rot. Aber auch mehr Orange. Warte, das war falsch. Das muss nochmal weg. Das heißt, wir machen so. Jetzt müsste es passen, ja. Nice. Eine dicke 1. Perfekt. Sehr schön. Die Bakterien haben wir im Griff. Du bekommst noch ein paar Medikamente. Aber ich denke, du kannst morgen schon nach Hause gehen. Von dir geht auch keine Ansteckungsgefahr mehr aus. Wenn du in den nächsten Wochen keinen Unsinn anstellst, bist du bald wieder topfit. Yeah, ich bin viel stärker als die besteuerten Schigellen. Hast du gehört, Olli? Ich habe schon wieder gewonnen. Lass mich, okay? Oh. Ich schaue mir Olli mal an. Verhalte dich ruhig und versuche nochmal zu schlafen. Wird gemacht. Oh, oh. Alles in Ordnung? Mir ist so übel. Ich kann nichts drin behalten. Mein Kopf und mein Bauch tun unglaublich weh. Du klingst nicht gut. Ich gebe dir nochmal dieselbe Spritze wie gestern, okay? Damit drücken wir die Schigellen deutlich runter. Klar. Machen Sie, was Sie können. Okay. Ach ja, Spritze war das. Pieken. Und plöpp. Yes. Mir tut alles weh.
Es sieht so aus, als hätten sich die Schigellen bei dir noch nicht zurückgebildet. Dein Körper kämpft gerade dagegen an. Aua. Jetzt mach kein Drama, Ollinator. Olli? Der macht kein Drama. Dein Bruder wird hier bleiben müssen, bis sich seine Werte verbessern. Aber... Ruh dich aus, Olli. Versuch zu schlafen. Später wirst du nochmal durchgecheckt, okay? Okay. Tja, selber schuld, Jungs. Na, macht nicht so einen Quatsch. Wir gehen zu Irma. Gucken, wie sie den Sturm überstanden hat. Hallo, Finley. Hatten Sie ein schönes Wochenende? Danke, ja. Ein bisschen stürmisch. Wie gefällt Ihnen denn das neue Zimmer? Den Wasserfall vermisse ich ja etwas. Dafür regnet es jetzt Backsteine vor meinem Fenster. Das muss der Sturm gewesen sein. Seltsam, dass bei Sonnenschein einfach Wasser von der Decke tropft. Das Gebäude bei dem Sturm aber recht trocken blieb, nicht? Ja, irgendwie ironisch, oder? Wissen Sie vielleicht, ob es im Krankenhaus Hausstaubtrolle gibt? Hausstaubtrolle? Noch nie davon gehört. Wenn Sie einen Moment Zeit haben, kläre ich Sie gerne auf. Na klar, bin ganz Ohr. Oh, in Ordnung. Dann lassen Sie mich Ihnen von der stürmischsten Nacht meines Lebens berichten.